Es hat sowas vom Schwimmbadmäßigen irgendwie. Oh, das blöde Licht aus. Nee, 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 nee. Damit bin ich gar nicht zufrieden. Ich glaube, wir streichen dann hier in so einem Farbe. Blau. Schäfriges Blau. Gib mal her. Das passt voll nicht hier rein. Nein, das ist es auch nicht. Das ist es nicht. Einfach weiß streichen. Damit die ganze Nummer ein bisschen heller wird. Wäre auch noch eine gute Option. Ich hole meinen Eimer ab. Ja, ich glaube, zu dem Blau was finden, was sich jetzt nicht so krass beißt. Ich nehme mal einen weißen Eimer. Wir probieren es mal mit Weiß. Ja, doch, wir streichen Weiß. Habe ich gerade beschlossen. Eventuell machen wir hier nochmal bei der Waschmaschine dann. Müssen wir mal gucken. Fakt ist auf jeden Fall auch hier zu streichen. Hier drin. Ist zwar schon weiß, aber ich streiche es jetzt einfach nochmal mit über. Damit es auch wirklich weiß ist. Streichen jetzt einfach erstmal alles weiß und dann gucken wir gleich mal, wo wir noch ein paar Fliesen hinbauen. So, auch hier, das machen wir weiß. Reicht es hierfür noch? Nein, gerade so nicht. So. So, jetzt aber. Ja, das sieht schon besser aus. Dann würde ich jetzt hier noch ein paar von den... Die können auch weg. Hier noch mal ein paar Fliesen nehmen. Hier kommt nämlich das Klo hin. Ja, ich glaube, das wird. Den Eimer können wir mal eben draufstellen. Wenn wir ihn brauchen, steht er hier in der Nähe. Wir brauchen immer noch einen Satz Fliesen. Oh, hier, goldenes Händchen. Legen von Fliesen schneller, vergibt es eine schnellere Montage. Fliesen legen. Wir machen Fliesen legen doch schneller. Wann fließen? Blau. Kaufen wir mal noch einen Satz. Wie sagen wir mal hier eins und noch einen hin. Und hier beim Waschbecken nur zwei. Guck mal. Einmal hinschauen, hinklatschen die Dinger. Und schon wirkt das nicht mehr. Ja, hier sind wir wenigstens gleich auf. Das passt diesmal. Wenn ich jetzt aber einen weißen Streifen lasse, nur in weiß, sieht das völlig Banane aus.
Kaufen mal eben ein Waschbecken. Hier kommt auch erstmal nur Standard hin. Es ist immer noch keine Ultra-Luxus-Wohnung. Und dann gucken wir mal eben, wie es denn wirkt. Es passt hier auf jeden Fall genau ran an die Fliesen. So. Und so. Hier, den können wir da auch schon mal gleich. Ah, den sehen wir nicht. Können wir noch in der Reihenfolge machen, ja? Na gut. Bringt uns zwar nichts, aber was soll's. Wird langsam wirklich dunkel. Das ist natürlich auch gefährlich. Da verhaut man sich ganz schnell mal. Ne? Oh, eben die Taschenlampe an. Kann man machen. Ich glaube, das kann man machen. Dann würde ich genau hier gegenüber nochmal zwei Fliesen machen für die Waschmaschine. So. Dann kann man das so lassen, hoffe ich mal. Wir tragen die Fliesen mal raus, damit wir Platz haben. Brauchen wir vielleicht nochmal. Ja. Ja, warum nicht? So, ein WC. Wir nehmen. Weil der Umbau eh schon so teuer ist, nehmen wir. Ach, es kostet dasselbe, okay. Nehmen wir das. WC steht. Nimmt Form an. Müssen wir noch einen Heizkörper hier irgendwo hinbauen. Am besten hier drüber dann tatsächlich. So, jetzt müssen wir einmal Anschlüsse. Waschmaschine. Ich möchte, dass sie genau hier in der Mitte vorsteht. So am besten. Ich hoffe, dass das hinhaut. Schauen wir mal. Dann kaufen wir jetzt noch eine Waschmaschine. Das ist hier Haushaltsware, zack. Na, hier kommt endlich mal eine Waschmaschine hin. So, und dann bauen wir die auch mal an. Ich komme doch da an, Jungs. Was ist mit euch? Der sieht einfach nur gern die Trommel hochspringen. Mehr ist das nicht. Der ergötzt sich da förmlich dran. Vor allem, letzten Endes ist das noch nicht mal so. Das ist ja, damit die Trommel in Position gehalten wird und nicht, dass sie irgendwo nach unten gedrückt wird. Das habe ich so noch nie gesehen. Na gut, ich habe es auch noch nie aufgeschraubt, aber man kann ja von vorne reingucken in die Waschmaschine. Und man sieht, dass die Trommel da ist, wo sie normalerweise auch hingehört. Und nicht irgendwo unten. Mit der Taschenlampe schon geil. So. Yes. Warum nicht, ne? Warum nicht? Sie steht genau da, wo sie stehen soll. So, und entweder Anschluss dahin oder dahin. Hier wäre praktischer, weil kann man von mit der Hände gleich hin und ja. Wenn es denn das zulässt. Handtuch, Heizkörper. Ja. So, dann ist er auf den Fliesen. Ich glaube ja, ne? Okay. Anschlüsse. So. Vor allem, dass die hier so hoch hängen, ne? Wie sollen denn die armen Kinder da dran kommen? Ist jetzt
doch schicker geworden, als ich erst gedacht habe. So im ersten Moment mit Fliesen und Farbauswahl und so dachte ich so, ob das was wird. Aber ja. So, und jetzt brauchen wir noch eine Deckenlampe. Wir brauchen mal eben Licht. Und da nehmen wir diesmal nicht diese Mini-Spots, sondern. Ja. Die hier. Heller Strahlstürm, gelb, weiß natürlich. Vor allem, ich sag heller Strahl, heller Stahl, schwarz, dunkel, lackiert. Nee. 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 Schwarz passt gar nicht rein, heller Stahl. So, jetzt müssen wir einmal gucken, dass wir die hier. So, perfekt. Und dann ein bisschen mittig im Raum, dahin. So, jetzt nur die Frage, ja, am besten die Tür geht nach rechts auf, ne? Vor die Waschmaschine. Wäre wohl am schlausten. Dann müsste hier ein Lichtschalter hin. Vor allem moderner Lichtschalter, ne? Als ob der so modern wäre. So, jetzt können wir endlich die Taschenlampe ausmachen und. Mach das Licht doch an. Sehr dunkel da hinten in der Ecke. Ey, aber was soll's, ne? Hier vom Spiegel, der hier hinkommt, ist hell. Das reicht. Das reicht vollkommen. Bin ernsthaft überlegen, ob ich da und da. Nee, das wird. Nee, das passt wieder nicht. Nee, keine Fliesen hin. Okay, jetzt zimmern wir hier eben nochmal eine weiße Tür rein. Innentür weiß. So, bitte nee, andersrum aufgehen. So rum. Zack. Alter. Unser Badezimmer ist fertig, Leute. Kann das Licht nicht denn mal anbleiben? Ich kann es nur dauerhaft ausmachen, aber nicht dauerhaft an. Wie doof. Wahrscheinlich haben sie das aus Performance-Gründen gemacht. Gehe ich jetzt mal ganz stark von aus. Dann leuchten wir mit unserer Funzel da mal rein. Wow. Bums. Okay. Jetzt müssen wir auch noch ein bisschen dekorieren. Würde ich mal sagen. Tür zu. Mal viel können wir hier nicht mehr machen. Mach hier noch so einen kleinen Vorleger. Vorleger. Teppichkreis. Okay, nehmen wir den in weiß. Genauso. Ja, oder dahin. Dahin. Wird ja immer besser hier bei mir. Wir brauchen noch einen Spiegel. So, jetzt gehen wir wieder auf alle und suchen. Spitzengenuss. Das ist eine Farbe, ne? Spiegel weiß, Ure, Erle, Spiegel. Dann würde ich sagen, gehen wir auch weiß. Passt einfach besser hier hin. Wobei wir dann natürlich auch, wenn wir den jetzt drehen, verdecken wir auch nicht so viel von den Fliesen. Ja. Ach, ja. Schön. Oh, und natürlich ganz wichtig, der goldene Toilettenpapierhalter. Den wir diesmal hier anbringen. Da. Und weil es so geil ist, hier. Auf die Fensterbank noch ein paar Toilettenrollen. Eins. Können wir hier aufeinander stapeln? Schade, leider nicht. Na. Zwei. Und noch eine dritte. Drei. So. Ich würde sagen, hier hauen wir auch eine Jalousie hin.
Jalousie. Diesmal geschlossen. Wir wollen ja nicht, dass hier jemand nachts spannert. So. Scheiße, was so ein kleines bisschen, so eine Jalousie und so minimal Deko schon ausmacht. Und, ey, dass diese Toilettenpapierrollen da stehen, das ist der Wahnsinn. Man denkt sofort, man ist hier und dann kommst du so, ach du Scheiße, nee, schnell Tür zu. Das wollen wir nicht sehen. Ich bleib hier in meinem kleinen, wohnlichen Badezimmer. Es ist ja... Geht, ne? Kann man durchbringen. Was haben wir noch für ein Dekokram hier? Mülleimer. Nimm den hier mal. Oh, der ist groß. Der ist fast schon zu groß. Würde ich jetzt aber hier hinstellen. So. Da fällt er nicht so auf. Ich finde es hier noch immer noch ein bisschen leer. Und ich will gerne wissen, wo gibt's diese Handtuchdinger? Wir gehen jetzt einfach mal durch. Wir werden das schon finden. Haken für Küchenutensilien. Regal für Küchenutensilien. Hier muss es doch irgendwo diese Handtuchhaken geben. Hier gibt es auch jede Menge Mist. Was sind das für Schalter? Was können die? Wahrscheinlich für die Garage, oder? Abwasserkanal. Ja, wäre geil, wenn man hier noch eine bodenebene Dusche bauen könnte. Das hätte auch was. Die Kleiderhaken. Ist aber nicht das, was ich suche. Ich meine, zur Not haue ich auch die hier hin. Zu aller Not. Es kann ja nicht sein, dass es was in dem Haus gibt, was wir selber... Ja gut, doch, kann schon sein, weil wir haben ja auch die Dusche, die hier drin ist, nicht. Das wäre aber verdammt schade. Das wäre richtig schade. Blöden Regale. Wandlampe. Okay, ja, gucken wir gleich mal, die merke ich mir. Die können wir hier vielleicht noch einbauen, die Wandlampe. Große Heizung. Da brauchen wir nicht eine Klimaanlage. Boah, müssen wir mal gucken. Ich glaube, das kriegen wir nicht bezahlt, wenn wir eine Klimaanlage einbauen. Türen. Allen möglichen Gerümpel, ne? PC. Aber nicht das, was ich gerne hätte. Also man kann ja wirklich schon ultra viel hier machen, wenn man das so sieht, ne? Umgekehrtes Haus. Cool. Pokal des Beta-Spielers. Den habe ich auch noch nicht gesehen vorher. Aber sieht nicht, ne. Gut, Wandlampe. Wo ist denn hier die Bellenwandlampe? Stahl, weiß. Genauso wie die oben. Na, die jetzt hier hinhängen? Noch hier so drüber? Mach mal Licht an. Fällt kaum auf, ne? Nee, die können wir weg. Brauchen wir nicht. Gut, Haken. Haken. Kleiderhaken, da ist er. Dann montieren wir hiervon jetzt am besten hier hin. So auf Handtuchhöhe, so ein bisschen so. Eins. Machen wir drei Stück.
Aber die kann man aber auch gegenüber zu platzieren. Zwei. Ich hoffe, ich kriege den dritten auch noch damit hin. In der. Ja. Drei. Sauber. Ja. Das kann man mal so durchgehen lassen, ne? Mal eben einen Schluck trinken hier. Das ist hier trotzdem so kahl, ne? Oh, irgendwelche Regale. Regal, Wandregal, Hängeregal. Ah, nur die beiden hässlichen. Was ist das denn? Ein monströses Hängeregal, das brauchen wir nicht. Mir fehlt noch ein bisschen was. Irgendwas fehlt mir hier noch auf dem Boden. Die Klobürste wäre auch noch ultra fett. Gibt's eine Bürste? Nee. Was haben wir noch so unter sonstiges? Eine Aufbewahrungskiste. Können wir hier hinstellen, so eine auf Wäschekiste. So. Das machen wir mal weg. Und eine schöne. Ach, hör auf. Eine schöne rote Vase nach oben mit rein ins. In die Fensterbank. Ah, es wird schon wieder so ein Frauenhaus hier, ne? Aber es sieht mit Deko einfach auch gleich viel krasser aus. Vielleicht zieht hier auch eine kleine Familie ein. Oder was heißt eine Familie, aber ein Pärchen? Kann ja sein. Hier, die hauen wir da auch noch rein. So. Ist auch der einzige Platz, wo wir hier was abstellen können. Ich glaube, dass das mal gar nicht so schlecht aussieht. Wird auch schon wieder hell. So. Ist fett geworden. Ist wirklich fett geworden. Kann man nicht anders sagen. Badezimmer ist erstmal so 5 Quadratmeter. Komm, hier muss ein Regal hin. Das sieht so nackt aus. Hängeregal. In. Rosenblüte, Wänge, Geschützfichte, weiß, dunkel, blau. Eins so. Und noch eins andersrum da drüber. Beziehungsweise so hier hin am besten. So, und schon haben wir noch mehr Platz, um hier Gerümpel hinzustellen. Was können wir da noch hinstellen? Den Messerblock. Irgendwo werde ich den auch noch hinbasteln. Ich hole jetzt nur Bücher. Aber hier hauen wir mal. Hier ist ja so ein bisschen. Ne? Eine grüne Kiste vielleicht, damit die. Was passiert denn, wenn wir die drehen? Passt die dann überhaupt noch dahin? Nee. Kriegen die jetzt drauf? Warum kriegen die nicht da oben drauf? Jetzt. Okay. Rezepte brauchen wir nicht. Alter, hier ist ein Wäschekorb. Dunkelblau. Dunkel. Natürlich. Ah, dann lieber natürlich. Den hauen wir mal eben hier hin, dann können die Kiste mit oben noch aufs Regal drauf. Müssen wir auch mal hier unten drehen, damit wir wissen. So. Zack.
So, Alter, jetzt aber. Jetzt reicht's, jetzt reicht's. Obwohl da noch was hin könnte. So. Badezimmer haben wir. Machen wir jetzt die Küche? Nochmal Schlafzimmer. Hier kommt auch erstmal eine Weile. Nee, so lange wie wir noch streichen. Was haben wir hier eigentlich noch was über? Eine weiße Farbe. Die nehme ich mal mit. Weil mit der weißen Farbe werde ich auf jeden Fall die Fensterstürze mal eben komplett machen. Denn egal, was hier für eine Farbe reinkommt, die bleiben auf jeden Fall weiß. Schon gestrichen. Na dann. Damit hätten wir das schon mal geklärt. Der kann erstmal wieder raus. Aber das werde ich in jedem Raum wahrscheinlich so machen. Boden. Schlafzimmer. Laminat und Innenausstattung. Teppichboden beige. Ja. Wir holen hier einen beigen Teppich rein. Bis wohin können wir? Wir machen einfach mal so. Das ist schon ganz schön dunkel. Habe ich mir gerade ein bisschen heller vorgestellt, wenn ich ehrlich bin. So. Und dann würde ich hier so vielleicht zweifarbig streichen. In so hier leicht Creme. Und irgendwas mit Sand. Irgendwas mit Sand war das. Hier, Sandmandeln. Die habe ich schon mal gesehen, die Farbe. Ich glaube, die kommen gut. Da die dunkler ist, auf die Wände, die beleuchtet werden. Wir hauen mal Sandmandeln hier jetzt einfach mal eben hier zwischen. Ist fast weiß. Aber nicht ganz weiß. Weiß ich natürlich zwischen mit dem Fenster stürzen. Aber das machen wir so. Genau so. Genau so. Dann ziehen wir jetzt auch nur noch einmal runter. Vielleicht mache ich das auch nur um die Fenster rum. Eventuell mache ich das nur um die Fenster rum. Ja. Jetzt nehmen wir uns mal Sandmandel und hauen das mal hier zwischen. Ob das was wird, ich weiß es noch nicht. Okay, das ist alle. Na, bis jetzt sieht es aber eigentlich, das sieht irgendwie komisch aus. Ich kann das noch nicht so richtig zuordnen. Jedenfalls würde ich hier jetzt nochmal so einen kleinen Rahmen rein, also so drei, vier Dinger.
vor. So. Ein bisschen brauchen wir noch.